Hallo Welt, John Albertin hier. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Aktivismustag. Ein Format, wo ich verschiedene Formen von Aktivismus aufzeigen will und mit verschiedenen Aktivistinnen und Aktivistinnen reden will. Ich befinde mich heute in Baden am Soul Food Festival und Boomerang Market und neben mir steht Bettina Pfiffner. Hallo. Hallo. Hallo wieder. Danke, Dylan. Oder schön, bist du da. Danke für die Zeit. Wenn man Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Können wir Hochdeutsch? Ja. Ist das okay? Ja, natürlich. Gut. Kein Thema. Ja, als erstes, wie geht es dir? Super, sehr gut. Wir haben ein tolles Wochenende, super Wetter und so viele Besucher. Ich bin rundum happy. Ja, sehr schön. Ja. Also ein bisschen müde, aber es hat sich gelohnt. Okay. Ja. Das bringt mich zur ersten Frage. Was hast du mit diesem Festival zu tun? Ich bin Mitorganisatorin und ich habe den Vegan Boomerang Market hier mit eingebracht. Das Soul Food Festival gibt es schon seit 5 Jahren. Und neu, das erste Mal, ist der vegane Market mit dabei. Und ich bin happy, dass wir diese Zusammenarbeit geschafft haben, weil ein nachhaltiges Festival braucht einen veganen Markt. Ja. Und auch ein veganes Foodangebot. Das haben wir hier wirklich im großen Ausmaß gewährleistet. Sehr schön. Also du bist allein verantwortlich für den Boomerang-Markt? Nein, ich habe eine Kommunikationsfirma. Wir sind da zu dritt. Und wir sind verantwortlich für den Boomerang-Markt. Und gemeinsam haben wir das zu sechs organisiert mit dem ursprünglichen Team von Gesundheit Fest. Okay. Ich hoffe, man hört uns noch. Ja, müssen wir ein bisschen lauter sprechen vielleicht. Ja, es gibt auch Musik natürlich. Genau. Ist das für dich dein Job? Ist das für dich Aktivismus? Was ist das für dich? Ich denke, das ist Passion. Passion. Das ist mit der Motivation dahinter, die Leute den nachhaltigen Konsum näher zu bringen und auch vom veganen Genuss zu überzeugen. Weil für mein Job ist ein anderer. Ich habe eine Kommunikationsagentur und auch eine Kochschule. Das hier ist reines Hobby und Passion, um den Leuten ein schönes Wochenende zu gewähren. Also du machst auch Koch-Events, genau. Und das ist auch alles vegan. Genau. Vegan Rocks heißt das. Genau. Veganrocks.ca. Und da habe ich eine Kochschule, da gibt es öffentliche Kochkurse, Coachings für Restaurants und Hotels, mache ich oft. Plus Events wie Polterabend, Geburtstage, genau. Okay. Ja, okay. Vegane Events. Wie ist es dazu gekommen? Hattest du einen Schlüsselmoment? Oder also warst du zuerst vegan oder wolltest du das schon immer auch in Events umsetzen? Also ich habe früher bei einer Eventagentur gearbeitet. Also Events ist schon immer eine Leidenschaft von mir. Und seit 10 Jahren lebe ich vegan. Und da ist es so zusammengekommen, weil ich ursprünglich wollte ich einen Kochclub gründen. Ja. Und habe dann gemerkt, die Leute ja mit sich verpflichten, regelmäßig kommen. Und so ist es dann in Kochkurse. Und mein Publikum ist eher omnivor, also alles essen, und die möchten einmal etwas Neues ausprobieren und die möchte ich dann mit dem Genuss überzeugen. Ja. Nicht jetzt Aktivismus im Sinn von Finger hoch, und das braucht es auch, finde ich gut, aber mein Kanal ist einfach das positive Erlebnis, genießen, ohne Verzicht, zeige den Leuten, wie du vegan Lachs machst, wie du ein veganes Tartar, Cordon Bleu, was auch immer, wie du wirklich auch jegliche Gelüste und Traditionen auch immer noch vegan ausleben kannst. Das ist meine Motivation. Plus, wenn ein Restaurant vegan kocht, soll das einfach gut sein. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb coache ich auch Restaurants und Hotels, weil sonst ist es beim Veganen oftmals nicht der Koch, der schlecht ist, sondern es ist dann vegan schlecht. Ja, und ich möchte, dass wenn jemand überhaupt vegan kocht, dass es auch gut ist. Mhm. Weil sonst ist dann wieder, das ist halt vegan, das muss halt so schmecken. Das ist ja nicht so. Ja, das ist genau. Wie überall, es kommt auf den Koch drauf an, es kommt das Würzen drauf an, das Produkt muss gut sein. Ja. Ja. Bist du in diesem Bereich autodidakt oder hast du das irgendwo gelernt, das vegan kochen? Also dass du dich als Beraterin zur Verfügung stellst? Ja, also das Kochen habe ich gelernt bei Learning by Doing, das vegane Kochen. Ich habe dann aber 2 Ernährungsberatungsausbildungen gemacht, Raw Vegan Nutrition und in Kalifornien und auch der Raw Vegan Chef, also auch Rohkostküche. Ah, okay. Genau.
diese Ausbildung habe ich gemacht und Ernährungsberatung auch noch, holistische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin ebenfalls. Ja. Das ist noch ein zweites Standbein, oder ein drittes Standbein, wo ich Ernährungsberatung anbiete, genau auf diesem Bereich. Ja. Okay. Gibt es Sachen, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest? Ja, das gibt es immer wieder. Meine, ja, die Ideen, die kommen, und, aber meistens setze ich sie dann um, wenn die Ideen gut sind. Oder wenn ich sie für gut befinde, ich probiere es dann aus. Ja. 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 Und dieser Market, der wird auch ausgebaut noch? Also ich habe gesehen, nächstes Jahr seid ihr an zwei Standorten. Genau, korrekt. Nächstes Jahr sind wir im Mai in Aarau, im Erschbachquartier, und wieder hier im August in Aachen. Ja. Ja. Es wird ja zwei Festivals geben. Ja. Also deine Tätigkeit findet statt im Bereich Aarau. Ja, grundsätzlich. Ja, also ich wohne da, genau. Ja. Ja. Unsere Firma ist in Lenzburg. Ja. Aber ich habe auch kürzlich einen Kochkurs in Queens, und ich war auch in Bern. Also wenn man einen Kurs irgendwo bei sich daheim möchte, das Format biete ich auch an. Also man kann einen Kochkurs bei sich daheim buchen, und dann komme ich überall hin. Ja. Okay. Ich war schon in Deutschland. Ja. Okay. Genau. Ja. Was würdest du tun, wenn jetzt von heute auf morgen die ganze Welt vegan wäre? Feiern. Feiern? Ja. Aber dann wärst du arbeitslos? Nee, glaube ich nicht. Nee. Weil man braucht immer wieder neue Ideen, neue Rezepte, und dann könnte ich ja auch vielleicht noch ausbauen und ein Restaurant auftun oder ein Catering. Ich habe noch das Wirtepatent, also ich glaube nicht, dass mir die Ideen ausgingen. Ja. Aber das würde ich auch in Kauf nehmen, dann bin ich gerne arbeitslos, wenn das die Bedingung ist. Also du bist sehr breit aufgestellt. Ja klar, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ja. Ja. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Ja, kommt vorbei bei einem Soul Food Festival oder keine Ahnung, nein, sonst nicht. Ja. Genieß die vegane Küche und macht weiter so. Alle, auch du, danke dir, was du alles machst. Ja. Hammer. Es ich mache auch die andere Seite, oder? Ja, natürlich, aber das ist schön. Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten. Es braucht jede Seite, weil jede Person ist wieder auf einer anderen Ebene empfänglich. Es gibt Leute, die ich auch, ich wurde auch durch eine extreme, sage ich mal, Propaganda wirklich richtig ringhörig. Ich hatte es immer in mir drin. Ich war auch als Kind, schon als Achtjährige einmal vegetarisch, eine gewisse Zeitspanne. Und, aber manchmal braucht es auch, der eine überzeugt man mit Klimafakten, den anderen mit ethischen, der andere über den Genuss. Genau. Der Verzicht ist oft ein Hindernis. Eine Hemmschwelle, ja. Genau, und ich möchte einfach dieses Mal ausklammern. Und dann brauchst du Leute, die auch aufzeigen und mal aufklären. Das ist das Schlimmste, dass die Leute einfach keine Ahnung haben, was sie essen. Sie haben keine Ahnung von der Ernährung. Merke ich nach Kochkursen. Sie sind zum Teil übermittelt von unseren Vorfahren, aber nicht wirklich gelernt. Ja, oder eben sie gehen in ein Restaurant verlangen etwas Veganes und dann schmeckt es nicht. Genau, das ist natürlich das Schlechte, das ist mein Job da. Oder, ja, ja. Oder jemand isst vegan, möchte oder möchte für Freunde kochen oder hat keine Ahnung wie, dann möchte ich, dass das dann gelingt und dass das dann das beste Menü wird, das sie je gekocht haben. Na dann, dann hast du keine Hindernisse mehr. Wenn es gut ist, wenn es schmeckt, du hast alle Vitamine, alle Proteine etc., dann hast du gar keinen Grund mehr, oder? Ja. Dann ist man schon da all dieses aus weggeräumt, oder? Ja. Jetzt komme ich gerade noch spontan in den Sinn. Bei dem Aktivismus, den ich mache, ist es sehr schwierig, den Erfolg zu messen. Ja. Weil man weiß ja nicht, wie gehen diese Leute zu Hause mit diesen Informationen um. Ja. Wie viele Menschen erreicht man wirklich? Wie sieht das in deinem Bereich aus? Hast du da ein gutes Feedback? Also kannst du das abschätzen, was in Bewegung gesetzt wird? Ja. Ja, natürlich. Also Vegan Rocks gibt es jetzt seit 6 Jahren. Ja. Und ich bin ja von der Kommunikation und Marketing-Seite aus eigentlich, ich mache so wenig und es wird immer mehr. Die Anfragen werden mehr, die Leute sind immer sind interessiert. Das merke ich extrem. Ich merke auch den Zugriff auf meine Webseite. Ja. Obwohl ich da jetzt überhaupt nicht groß viel Geld in die Hand nehme, habe ich auch nicht, zum die Leute da auf die Seite zu bringen. Aber ich sehe und ich höre immer die Finden von dem Internet, von mich, Google nach vegane Kochkurse. Also von daher merke ich da einen extremen Zuwachs in den letzten Jahren. Was wir auch sehen, ist, dass die Leute besser informiert sind. Und meine Hearing,
danke dir vielmals. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Kommentare, Meinungen, schreibt es in die Kommentare. Lasst dann ein Like da, abonniert den Kanal.